So, guten Tag. Willkommen zu unserer Webinarreihe. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Diese Woche mit dem Thema mit dynamischen Blöcken AutoCAD 2017. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich arbeite hier schon nahezu 6 Jahre bei Autodesk. Neben mir sitzt mein Kollege Carsten Sänger. Und während ich jetzt hier so das Allgemeine moderiere, insgesamt Informationen geben wird, Carsten dann die eigentliche Vorführung machen. Sie können sich jetzt über Voice-over-IP einloggen oder Sie können auch das Telefon verwenden. Beachten Sie da unten dann dazu auch die Audio-PIN. Bevor wir beginnen, einfach erstmal ein paar Informationen, wie das hier abläuft, falls Sie auch zum ersten Mal dabei sind, für die anderen zur Wiederholung. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, während der Vorführung irgendwelche Fragen zu stellen, im Chatfenster oder im Fragenfenster. Ich werde dann im Hintergrund versuchen, diese Fragen gleich direkt zu beantworten. Es wird am Ende der Präsentation eine Frage- und Antworteinheit geben. Die gesamte Präsentation wird aufgezeichnet und ist dann auch als PowerPoint, auch die PowerPoint ist dann verfügbar als Download. Am Ende des, nach dem Seminar selber, nach dem Webinar erhalten Sie dann eine E-Mail mit einem Link zu all den Daten. Unten sehen Sie jetzt hier noch einen Link, autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch. Das ist eigentlich der Link, wo Sie auch andere Webinare, früher gehaltene Webinare finden zu dieser Webinarserie. Ich möchte dann noch mal kurz auf das deutsche Forum aufmerksam machen, das es seit letzten Sommer gibt. Davor gab es immer nur ein englischsprachiges Forum von Autodesk. Ja, hier oben sehen Sie dann auch die verschiedenen Produkte, die dort integriert worden sind. Die gesamte AutoCAD-Produktfamilie, also AutoCAD selber und die ganzen Verticals, klicken Sie dann einfach auf die AutoCAD-Produktfamilie Deutsch. Unsere Expert Elites und auch Mitarbeiter von Autodesk und andere Kunden und Partner antworten da auf Ihre speziellen Fragen. Sie können auch auf dieser Seite dann, wenn Sie da auf die AutoCAD-Produktfamilie klicken, ganz oben ein spezielles Forum aufmachen, in dem Sie Ihr Feedback zum aktuellen oder zum vergangenen AutoCAD-Webinars abgeben können. Wir freuen uns über jedes Feedback, um unsere Webinarreihe ständig zu verbessern. Das nächste Webinar, was wir dann halten werden, das Thema steht noch nicht ganz fest. Es gibt zwei Favoriten, aber das muss noch entschieden werden. Es findet jedenfalls am 30. Juni 2016 statt. Wieder an einem Donnerstag, wieder um die gleiche Zeit. In dem nächsten Link, um die obere Seite hier, erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ Webinar Playlist. Das ist unsere YouTube-Box. Da finden Sie auf YouTube allerdings in dem Fall lauter englischsprachige Webinars von unseren amerikanischen Kollegen. Weiter unten da hier nochmal der Link zu unserer Box, wo Sie alle schon vorhandenen Webinars zu dieser Reihe herunterladen können. Also das Skript selber, die PowerPoint, das Video und auch irgendwelche Beispielzeichnungen, die dafür benötigt werden. Beachten Sie auch die weiteren Links. Ganz zum Schluss möchte ich auf das AutoCAD Beta-Programm aufmerksam machen. Jetzt haben wir frühen Sommer, ich sag mal, ab Herbst sollen Sie sich langsam darum kümmern, dass Sie einfach hier einfach eine E-Mail schreiben an den angegebenen Adressen, dass Sie da mitmachen möchten. Und dann normalerweise so November, Dezember geht es dann los, dass dann die Beta-Serien rauskommen. Dann können Sie dann sich die Beta-Version fürs neueste Release ansehen und direkt auch mit den Entwicklern direkt sagen, was Ihnen passt, was Ihnen nicht so passt, was Sie noch gerne hätten, welche Verbesserungsvorschläge Sie haben. Das ist jetzt fast die letzte Slide von mir. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das Autodesk Knowledge Network aufmerksam machen. Hier finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen, um in einem Produkt weiterzukommen. Für Anfänger hat es jetzt erstmal die ersten Schritte, dass Sie so Einstiegvideos bekommen, Lernprogramme für
erfahrene Benutzer kommen sie dann ja auch zu Lernprogrammen, Videos und Dokumentation, White Papers. Bei Fehlerbehebung geht es wirklich um unsere veröffentlichten Artikel. Da können Sie wirklich nach sehr spezifischen Fragen stellen. Und auf unserer Download-Seite können Sie Service Packs, Hotfixes etc. runterladen, irgendwelche Zusatztools. Sie finden hier weiterhin auch Punkte zum Kundendienst, Installation, Aktivierung, Lizenzierung. Also Sie finden einen Link zu den Foren, Blogs, die wir haben, und auch Sie können hier von hier aus Ihre Benutzerkonten und Subskriptionen und Software verwalten. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? Sie dürfen jetzt gerne mal abstimmen. Hm. 78% haben bis jetzt gewotet, 83, vielleicht noch die letzten paar. Okay. Ja, 20% sagen, das ist Ihr erstes Webinar. Herzlich willkommen an Sie, ganz persönlich. Würde uns freuen, wenn Ihnen dieses Webinar gefällt, dass Sie dann auch gerne wiederkommen. Wie die anderen 80%, denen muss es schon irgendwie mal gefallen haben, dass Sie alle wieder da sind. Freut mich zu hören. Und wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, Architecture MEP, Electrical, Plant, Map 3D, Civil oder irgendwas ganz was anderes. Prozent, 94% haben jetzt gewotet. Jetzt 100%, na, das ist ja wunderbar. Okay, so sieht es aus. Die Hälfte von Ihnen arbeitet mit AutoCAD und 44% auch mit AutoCAD LT, aber auch die anderen, gerade Architecture MEP, also der AEC-Bereich, ist sehr stark vertreten hier. Interessant wäre jetzt zu wissen, was sind die anderen 28% immerhin. Ja, gut, Inventor und solche Sachen gibt es natürlich auch, viele andere Produkte. Jetzt meine letzte Frage. Bevor es richtig losgeht, haben Sie schon mit dynamischen Blöcken gearbeitet? Man, das ist das Thema von heute. Okay. 12% arbeiten regelmäßig mit dynamischen Blöcken. Da hoffe ich, dass wir trotzdem ihm was beibringen können, als erfahrener Anwender. 53%, also mehr als die Hälfte, knapp mehr als die Hälfte sagen, ja, ich habe schon, aber doch relativ selten und kann da sicherlich noch viele Tipps gebrauchen. Und 36%, 35% haben noch nie damit gearbeitet. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Carsten. Muted. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich werde mich jetzt hier zum Moderator ändern. Und man sollte nun eigentlich meinen Bildschirm sehen. Bernd, kannst du das bestätigen, dass du meinen Bildschirm siehst? Alles klar, ich sehe meinen Bildschirm auch. So. Was steht heute auf der Agenda? Das große Thema heißt dynamische Blöcke. Wie der Bernd schon gesagt hat, hoffe ich, dass ich für die 50%, die damit schon mal was gemacht haben, nochmal eine Auffrischung parat habe, und für die 30%, die da noch nichts mitgetan haben, das Hindernis, um damit anzufangen, etwas verkleinern kann. Also einen guten Einstieg in diese dynamische Blockthematik finden. Der Blockeditor steht auf der Agenda, ganz allgemein die Parameter und die Aktionen, die man machen kann. Und wenn wir am Ende des Webinars noch Zeit haben, werde ich noch die Blockeigenschaften-Tabelle ansprechen und
die Funktion des Sichtbarkeitsstatus. Mit beiden kann man eigentlich ganz nette Dinge noch machen und einen Blog funktionaler oder multifunktionaler, würde ich mal sagen, gestalten. Gut, sehen wir mal, wie es geht. Ich wechsle mal in mein AutoCAD, wo ich schon meine Beispielzeichnung aufhabe. Die Zeichnung wird Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommen, wenn Sie regelmäßig da sind. Das ist eine unserer Standardvorlagenzeichnungen. Die habe ich aus dem amerikanischen System ins Metrische überspielt. Also wenn die Einheiten etwas komisch sind, dann liegt das wohl daran, dass ich hier aus den Inch die Zentimeter gemacht habe. Aber für eine Demonstration reicht es vollkommen aus. Und was wir hier in so einem Block machen können oder in so einer Zeichnung machen können mit den Blöcken, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt hier verschiedene Türweiten hätten oder verschiedene Blöcke, die wir für einen und denselben Typ, also eine Tür oder ein Stuhl oder ein Tisch, verschiedene Blöcke, die verschieden aussehen sollen, haben. Jetzt können wir für jeden dieser Objekte im Grunde genommen einen eigenen Block erstellen, einen statischen Block, und dann jeweils den entsprechenden einfügen. Oder wir erstellen uns einen einzigen Block, der aber in seiner Geometrie und in seinem Verhalten so weit anpassbar ist und auch im Nachhinein, nachdem er schon gesetzt wurde, anpassbar ist, dass wir ihn wieder verändern können und dann quasi aus Tür 1 Tür 2 machen können. Wie wird das gemacht? Im Grunde genommen, prinzipiell ist es so, dass Sie quasi einen Block erstellen und dann diesem Block gewisse Parameter zuweisen, und diesen Parametern werden wiederum gewisse Aktionen zugewiesen. Und diese Aktionen und Parameter können dann, oder die Werte dieser Aktionen und Parameter können dann später in dem Block geändert werden. Ich möchte das heute angehen, und zwar möchte ich hier einen Türblock erstellen. Ich zeige Ihnen mal das fertige Ergebnis, damit Sie eine ungefähre Vorstellung haben, wovon ich rede. Also nehmen wir an, wir haben eine Tür und möchten hier für diesen Türblock verschiedene Größen haben. Also dieser Türblock soll in verschiedenen weite Türöffnungen hineinpassen. Und dann könnte ich mir ein Symbol oder einen Block für eine Tür erstellen und hier diese Tür im Grunde genommen skalieren auf die jeweilige Türaussparung, und dann habe ich in diesem Fall, wie hier unten, könnte ich diese Tür dann noch entweder rechts oder links spiegeln oder oben oder unten spiegeln. Diesen dynamischen Block möchte ich jetzt mal mit Ihnen zusammen erstellen oder Ihnen zeigen, wie man diesen erstellt, als Einstieg in die Thematik dynamische Blöcke. Ich fange an, indem ich mir die Geometrie dieser Tür erstelle. Wir haben hier in der Vorlage im Grunde genommen hier eine Gruppe. Ich habe das mal gruppiert. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Vorlage bekommen, die Sie nicht selber erstellt haben und die Dimensionen dieser Tür nicht kennen, können Sie im Grunde genommen direkt auf dieser Vorlage arbeiten und hier an diese vorhandene Geometrie ihre eigene Geometrie fangen lassen, oder Sie kennen die absoluten Geometrien und dann können Sie natürlich zum Beispiel das Rechteck, welches ich jetzt hier über die Fangen-Funktion erstelle, mit den absoluten Werten erstellen, je nachdem, was Sie für Wissen über diese Geometrien haben. Also ich habe jetzt hier, erstelle ich mir meine Grundgeometrie dieser Tür, ich kopiere mir dieses Rechteck von dieser Seite auf diese Seite, um meinen Türrahmen zu erstellen. Ich kopiere mir noch einmal, hoppala, noch einmal dieses Rechteck auf die andere Seite des Türrahmens, und dann mache ich mir dazu noch die Größe der Tür und habe dann im Grunde genommen schon meine Grundgeometrie meines Blockes, die ich jetzt mal an eine andere Stelle schiebe,
weil in dieser Aussparung wir diese nicht so gut sehen können. Ich mache das mal auf diese Seite, weil wir das hier noch nach oben schieben werden. So, was jetzt noch fehlt, ist unser Bogen, den wir erstellen mit drei Punkten. Ich gehe das mal, mache das jetzt mal ganz schnell über. Na, das sollte eigentlich funktionieren. Hoppala, Startmittelpunkt, Endpunkt, das war die falsche Funktion. Gehen wir hier hin. So, dala. Hier sehen wir schon, die Tür ist etwas zu klein für unseren Radius. Kein Problem. Na, jetzt gehen wir, strecken wir das hier hoch und haben dann im Grunde unsere Tür fertig. Was jetzt noch fehlt, ich werde ein Abdeckungsobjekt erstellen, mit dem ich vorhandene Geometrie, wenn ich dieses dann einfüge, abdecken kann. Das ist unsere letzte Geometrie, eine Polylinie hier oben drüber, und gebe diesem Abdeckenobjekt noch schnell eine andere Farbe. Dazu sage ich, ich achte heute nicht auf die korrekte Zuweisung unserer Layer. Normalerweise sollten Sie hier im Grunde genommen genau arbeiten, alles auf den richtigen Layer schieben, damit man nicht irgendwann mal in einer total chaotischen Zeichnung endet. So, diesen Abdeckungsobjekt, das schiebe ich noch ganz nach unten. Und schon haben wir unsere reine Geometrie für unseren Block erstellt. Aus dieser Geometrie mache ich jetzt einen Block. Ich kann die Geometrie vorher auswählen oder ich wähle sie mir hier über Objekte auswählen, direkt dann aus der Zeichnung aus. Ich nenne das Ganze mal dynamische Tür. Ich versuche immer die Umlaute zu vermeiden. Ich möchte den Block im Block-Editor gleich öffnen und ich möchte den Basispunkt am Bildschirm definieren bzw. verifizieren. Der Basispunkt soll dieser Punkt hier werden und schon habe ich diese Geometrie geöffnet im Block-Editor und kann im Grunde genommen anfangen, hier meine Aktionen und Parameter zuzuordnen. Wir möchten beginnen, indem wir diese Skalierungs- oder diese Skalierungsmöglichkeit hinzufügen. Und diese Skalierung eigentlich beinhaltet drei weitere Aktionen. Also wir werden zuerst einmal sehen, dass wir diese beiden Geometrien nach rechts verschieben können. Dafür brauchen wir den Parameter linear. Den definiere ich mal am Basispunkt. Und das hier ist nur im Grunde genommen die Position des Parameters. Hoppala, das hat er mir jetzt nicht genommen. Ich kann das auch nachträglich verschieben, um das Ganze anschaulich darzustellen. Ich sehe hier, ich habe diesen Linearparameter in beide Richtungen, was ich in dem Fall nicht haben möchte. Ich kann hier diesen ersten Griff, den linken Griff ausschalten. Ich möchte nur einen Griff haben, und zwar in die Richtung, wo ich gezeichnet habe. Das war es schon mit den Parametern. Ich sehe hier ein kleines Ausrufezeichen. Das heißt, ich habe einen Parameter gesetzt, aber dem Parameter ist noch keine Aktion zugeordnet oder ist noch nicht mit einer Aktion verknüpft worden. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich möchte hier die Geometrie an dieser Stelle zu strecken, und zwar nach rechts. Also wähle ich meine Aktion, weise diese Aktion dem Parameter zu und definiere im Grunde genommen einen Rahmen, auf welchem Bereich diese Aktion wirken soll, und wähle dann noch meine Objekte aus, die dieser Aktion zugeordnet werden sollen. Mit Enter bestätige ich das und jetzt sehe ich hier ein kleines Symbol, was mir die Aktion für diesen Parameter zeigt. Ich kann das mal ganz kurz testen und Ihnen zeigen, was jetzt passiert ist. Im Grunde genommen habe ich hier jetzt meinen Block, wenn wir den testen, ich habe meinen kleinen Griffpunkt erstellt und kann jetzt diese Geometrie nach rechts verschieben.
wir sehen, der Bogen der Tür und auch die Tür selber wird nicht mit verschoben und skaliert. Dafür müssen wir jetzt für diesen Parameter noch zusätzliche Aktionen erstellen. Jetzt habe ich hier noch einen Block, der mir... So, sind wir zurück in der Zeichnung. Die nächste Aktion, die wir auf diesen Parameter anwenden wollen, ist ein Skalieren. Und zwar wollen wir da weisen wir wieder den Parameter zu, wir wollen diesen Kreisbogen skalieren und sehen jetzt, nachdem wir ihn erstellt haben, dass wir hier eine zusätzliche Skalieren-Option haben. Ich werde jetzt immer mal wieder zwischendrin testen, damit Sie genau sehen, welche Aktion oder was die Auswirkung von dem ist, was ich gerade gemacht habe. Jetzt habe ich die Skalierung des Kreisbogens in Abhängigkeit der Verschiebung hier hinzugefügt. Wir sehen, der Kreisbogen wird korrekt mitskaliert. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich eine Skalierung der eigentlichen Tür, dementsprechend der Größe des Blockes. Hierfür füge ich noch eine weitere Aktion hinzu, und zwar wieder eine Streckenaktion. Und das funktioniert äquivalent zu dem Bereich, den wir hier definiert haben an der rechten Seite. Ich weise die Aktion dem Parameter zu und sage aber diesmal, der Streckungsrahmen soll hier in dem Bereich erfolgen und es soll sich auf die Tür auswirken. Ich bestätige das mit Enter und habe hier jetzt meine zweite Streckung. Und jetzt kann ich den Block nochmal testen. Und jetzt werden Sie gleich was sehen, was so eigentlich nicht sein soll. Wenn ich das jetzt verschiebe, dann kippt meine Tür, was wir ja nicht wollen. Das liegt daran, ich habe hier unten eine Verschiebung gewählt und ich habe den definierten Bereich hier oben in dieselbe Richtung um denselben Wert verschoben, auch eben nach rechts. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das nicht nach rechts, sondern nach oben verschieben. Wir können jetzt für diese Aktion in den Eigenschaften, in der Streckungsaktion Eigenschaften, eine Überschreibung einführen. Und zwar sagen wir jetzt nicht mehr, wir definieren einen Winkelversatz um 90 Grad nach oben. Das heißt, den Wert, den ich eigentlich nach rechts verschiebe, der wird für dieses Objekt nach oben verschoben. Wenn ich das eingestellt habe und den Block teste, dann dürfte der Block sich jetzt nun richtig verhalten, indem die Tür mit dem Kreisbogen nach oben verschoben wird. So, dann sind wir schon mal mit der Skalierung des Blocks fast durch. Ich will natürlich diese Verschiebung natürlich nicht händisch machen und dann immer genau den Wert treffen, wie meine vordefinierten Türweiten sind. Hierfür kann ich mir zum Beispiel einen Werteversatz eingeben, der vordefiniert ist. Dieser Werteversatz, den kann ich vordefinieren über eine Liste. Und da sehe ich jetzt, der aktuelle Wert ist 95,25 cm. Hätte ich jetzt die richtigen Werte der vorhandenen möglichen Türweiten, kann ich jetzt hier verschiedene Türweiten hinzufügen. Ich nehme hier jetzt einfach mal drei Stück mit geraden Zahlen. Habe jetzt die Liste erstellt mit diesen Türweiten und ich habe hier eine blau halbtransparente Voransicht meiner Türweiten. Also habe ich hier die 1 Meter, 1,50 Meter und 2 Meter. Und das bewirkt jetzt Folgendes, wenn ich diese Tür skaliere, dann kann ich hier nicht mehr jeden x-beliebigen Wert skalieren, sondern nur auf die Werte der vorgegebenen Liste. Ich sehe hier meine kleinen weißen Striche, ich hoffe, das kommt gut rüber, und kann jetzt im Grunde genommen immer nur auf diese vordefinierten Werte skalieren. So, damit sind wir im Grunde mit der Skalierung des Blocks soweit fertig. Was wir ja jetzt noch machen wollen, ist quasi die Tür und den Türbogen auf die andere Seite spiegeln. Dafür brauchen wir jetzt einen neuen Parameter, der hier umkehren heißt. Und ich definiere jetzt, am besten ist das, wenn Sie hier in den Fangoptionen den Mittelpunkt eingestellt haben, im Grunde genommen eine Spiegelachse durch das Objekt.
und setze jetzt hier noch meinen Schrift. Dazu wollte ich noch sagen, es ist immer gut, vor allem wenn Sie mehrere Parameter haben, diese Parameter auch dementsprechend zu benennen, damit man später mit einem zeitlichen Abstand oder wenn ein anderer Mitarbeiter den Blog bearbeiten möchte, auch weiß, welcher Parameter was bewirkt. Also nenne ich diesen Parameter mal schnell skalieren und diesen Parameter nenne ich spiegeln rechts links. So, der Parameter ist gesetzt, wir haben aber noch keine Aktion zugewiesen, die kommt jetzt und zwar eine Umkehraktion auf diesen Parameter und wir wählen die Objekte, wir wollen eigentlich den Bogen und die Tür auf die andere Seite bringen. Der Rest kann gleich bleiben, der wird nicht verändert. Wenn ich das jetzt teste, ja, dann sollte ich hier diesen Punkt haben, ich kann das spiegeln und wenn ich es jetzt skaliere auf einen anderen Wert, hoppala, den hat er nicht genommen, dann passiert Folgendes. Der Mittelpunkt oder die Spiegelachse ist nicht mit meiner Skalierung mitgelaufen. Das müssen wir noch definieren im Parameter, dass sich quasi auch nach einer Skalierung diese Mittelachse mit verschiebt. Genau. Und zwar fügen wir jetzt einen Auswahlsatz hinzu, und zwar dem Umkehren Auswahlsatz. Erstellen wir einen neuen Auswahlsatz und sagen, alle Objekte sollen in diesem Auswahlsatz drin sein. Jetzt testen wir das nochmal. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Stelle, dass ich da jetzt nicht durcheinander gekommen bin. Bernd sagt, nein, war nicht die richtige Stelle. Aber wir sehen, die Spiegelung funktioniert generell, aber sie ist noch nicht so wie gewollt. Wir möchten nämlich den Mittelpunkt noch verschieben. Und zwar wählen wir hier eine neue Aktion Verschieben Parameter zu unserem Skalieren hinzu. Und sagen hier, wir möchten diese Aktion mit verschieben. Es soll sich auf diese Aktion auswirken. Schauen wir mal, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Stimmt soweit, aber wir sehen jetzt, der Mittelpunkt hat sich linear mit diesem Block hier mit verschoben. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen diese Mittellinie immer in der Mitte haben. Und wie machen wir das? Dafür gehen wir wieder in unsere Eigenschaften der Aktion und haben dann einen Abstandswert, den wir überschreiben. Und das liegt daran, wenn wir zum Beispiel um den Wert 1 oder um einen Wert nach rechts verschieben, wird auch die Mittelachse normalerweise dann entsprechend dieser Verschiebung um einen Wert nach rechts verschoben. Das ist falsch, wir wollen ja nur die Mitte verschieben, also teilen wir den Verschiebungswert durch 0,5 und haben damit unseren Mittelpunkt beibehalten. Das testen wir nochmal kurz, um Ihnen das zu zeigen. Dauert immer ein paar Sekunden, bis sich das aufgebaut hat. Wenn ich jetzt verschiebe, dann bleibt unser Mittelpunkt immer genau in der Mitte. Und ich kann auch dementsprechend richtig spiegeln. So, jetzt haben wir im Grunde unsere Spiegelung und unseren Mittelpunkt.
Und wir wollen das Ganze ja noch nach unten schieben können oder unten nach unten spiegeln. Das geht jetzt äquivalent zu diesem Spiegeln Aktion. Wir fügen einen neuen Parameter ein und vorher möchte ich, das hätte ich beinahe vergessen, sicherheitshalber einen Basispunktparameter setzen, um den Basispunkt, sicherzustellen, dass der an einer Position bleibt und dass er in dieser Basispunkt auch in den in dem Auswahlsatz dabei ist. Also wenn ich auf die andere Seite spiegel, soll der Basispunkt auch auf die andere Seite kommen. Ich gehe wieder auf einen Auswahlsatz, sage alle Objekte, das ist im Grunde genommen das, was ich vorher hatte, plus den Basispunkt und bestätige das. So, nehmen wir jetzt die oben-unten Spiegelung vor, also wir gehen wieder, erstellen einen Parameter fürs Umkehren. Unsere Spiegelachse soll im Grunde genommen hier durch den Türstock verlaufen, nämlich den Mittelpunkt und definiere die Achse. Die Beschriftung platziere ich hier und die soll heißen Spiegeln oben unten. Ich füge der Aktion jetzt, dem Parameter jetzt wieder eine Umkehren-Aktion hinzu. Parameter auswählen, sage, alle Objekte sollen gespiegelt werden und bestätige das hiermit. Und damit wären wir eigentlich fertig. Schauen wir uns das Endergebnis an. Also haben wir hier einmal die Skalierung des Blocks, funktioniert wunderbar. Skalieren wir wieder zurück. Wir können den Block rechts, links umkippen oder umkehren und nach oben und unten umkehren und dabei auch wieder zurück skalieren und wieder nach oben klappen. Das ist im Grunde genommen das, was ich Ihnen heute zeigen wollte mit dem dynamischen Block und wie man den Einstieg zu den dynamischen Blöcken findet. Es gibt hier noch weitere Parametersätze und Abhängigkeiten, auf die wir aus Zeitgründen nicht eingehen. Dafür wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch mal ein Webinar geben, dass wir Ihnen das zeigen. Den Blockeditor kann ich jetzt schließen und möchte natürlich meine Änderungen speichern. Und jetzt fügen wir diese Tür einmal hier ein. Ich lösche dafür die vorhandene Geometrie. So, die Dimensionierung noch. Jetzt füge ich den Block ein. Nicht rein, sondern ein. Dynamische Tür. Ich möchte den Bildschirm bestimmen, den Einfügepunkt und keinen nicht auflösen. Ich sehe auch hier ein kleinen Blitz für meine dynamische Tür. Den Mittelpunkt brauche ich jetzt gerade nicht, der irritiert und stört. Also füge ich das Ding mal hier hin und kann mir jetzt die Tür umklappen, je nachdem wie ich sie brauche. Wenn sie nach innen geöffnet werden soll, klappe ich sie nach innen. Wäre meine Türweite größer, könnte ich sie jetzt hier entsprechend meiner Vorgabelistewerte skalieren. Kommen wir zu den Auswahlsätzen. Das zweite Thema, wir haben noch Zeit dafür, was ich kurz ansprechen möchte. Nehmen wir an, Sie haben diese Situation hier, sollen ein Plan zeichnen, der im Grunde genommen immer wieder dieselben Inhalte hat, die nur zum Beispiel hier durch die Nummerierung geändert sind und anstatt jetzt hat im Grunde einen Block zu erstellen, der hier automatisch hochzählt oder so, könnten Sie im Grunde genommen das Ganze über eine Blockliste oder Eigenschaftstabelle lösen. Ich habe diesen
Log mal hier noch oder diese Situation hier mal nach oben kopiert. Was mir fehlt, ist die Umrandung, damit ich die Größe habe. Hoppala, nicht die Zahl. Die Umrandung der Nummer, die nehme ich mal als Vorlage. Ich erstelle hier einen quasi leeres Rechteck und schiebe mir das hier aus der Zeichnung raus an diese Stelle. Und ich habe die Anordnung eigentlich so, dass ich hier immer die ungeraden Zahlen hier unten habe und die geraden Zahlen hier oben. Das ist meine untere Zeile an Büros, das ist meine obere Zeile an Büros. Und hierzu kann ich mir jetzt eine Eigenschaftstabelle, einen Block mit einer Eigenschaftstabelle erstellen. Das geht jetzt so, dass ich hier nur von diesem Rechteck einen Block erstelle. Nummer nenne ich den mal und öffne das Ganze im Blockeditor. Die Einfügepunkt ist in dem Fall Variable. So, und jetzt füge ich hier dem Block ein Attribut dazu. Nehmen wir einmal Nummer. Die Eingabeaufforderung soll ebenfalls Nummer sein und der Vorgabe wird ebenfalls Nummer. Texthöhe 10, das Ganze soll mittig zentriert sein, Textstilstandard. Jetzt brauche ich nochmal meinen Mittenpunkt. Spiegelt heute so ein bisschen. So, hier haben wir die Nummer drin. Als nächstes brauche ich meinen Mitarbeiternamen. Und platziere diesen Namen einmal hier. Als nächstes, das nenne ich jetzt mal Anordnung. Und die Vorgabe auch Anordnung. Anordnung. Schreiben sollte man auch können. So. Anordnung und nehmen wir noch ein viertes Attribut dazu vom Typ Typ. So. Soweit zur Vorbereitung. Was wir jetzt machen können, ist im Grunde eine über die Aktionen, eine Block-Eigenschaftstabelle platzieren, die ich jetzt einmal an dieser Stelle platziere. Ich kann die Anzahl der Griffe eingeben, lasse ich mal auf Voreinstellungen und bekomme dann das Fenster für die Blockeigenschaften. Hier kann ich eine neue Tabelle erstellen, indem ich mir die vorhandenen Attribute hinzufüge. In dem Fall nehme ich, möchte ich alle Attribute haben. Und jetzt müsste man mühselig im Grunde genommen hier die Eigenschaften eingeben. Ich gehe dazu mal auf 6000, 6001, 6002, 6003, 6004 und hoppala, wähle jetzt hier ein paar Platzhalter für Namen. A, B, hoppala. B, C, D. E. Die Anordnung wäre dann im Grunde genommen oben, meine obere Reihe an Büros, unten. Ich kann das jetzt auch kopieren und der Typ wäre in dem Fall, was war der Typ? Anordnung Typ ist mir jetzt, das ist die Spalte dieser Anordnung. Also wir haben hier 1, 1, zeige ich Ihnen gleich nochmal, was ich damit meine, 2, 2 und die 3 und habe jetzt einen Block erstellt,
der Nummer heißt und kann jetzt im Grunde genommen diesen Nummernblock einfügen. Hoppala, den Befehl ein. Na, war gar nicht. Ein. Einfüg. Ü. Hier, jetzt. Gut, den Nummernblock möchte ich einfügen, ohne Ursprung am Bildschirm bestimmen und kann jetzt im Grunde hier diesen Vorgabeblock, lasse ich mal so, wie er ist, ohne irgendwas zuzuweisen und kann jetzt halt über Kopieren diesen Block in alle meine Parzellen, sage ich jetzt mal hier, für diese Arbeitsplätze amerikanischen Typs einfügen, fertig und kann jetzt halt genau, weil mein der Mitarbeiter hier mit einer gewissen Nummer verknüpft ist, genau einfügen, das ist meine Position 6000, Mitarbeiter A, jetzt habe ich es genau andersrum gemacht, oben sollte eigentlich oben sein und es ist die Zeile, für mich ist das hier die Zeile und das die Spalte, wie eine Tabelle, kann man hier diese Blöcke jetzt mit Werten füllen. Das geht vielleicht schneller, als wenn man jetzt einzelne Blöcke in dieser Zeile sozusagen immer wieder neu einfügt. Ich hoffe, das Prinzip ist verstanden, dass man eigentlich den Block oder die Attribute des Blockes über diese Eigenschaftentabelle ausfüllen lassen kann. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um Ihnen noch das Thema Sichtbarkeitsstatus zu zeigen. Eigentlich auch recht schnell gemacht und für mich eigentlich auch ein recht nettes Werkzeug oder eine recht nette Funktion. Nehmen wir an, Sie haben hier einen Planrahmen und manchmal möchten Sie in gewissen Bearbeitungsständen hier etwas groß dahinter schreiben oder darüber schreiben, dass es noch nicht für die Veröffentlichung ist oder irgendeine Nachricht, dann könnten Sie das einfach über einen Sichtbarkeitsstatus regeln. Wir haben hier den Planrahmen, da ist schon wieder eine Eigenschaftstabelle dahinter, die jetzt hier automatisch nach dem Projekt, den Designer und den Überprüfer ausfüllt. Was wir jetzt noch machen, ist eben einen Sichtbarkeitsstatus hinzufügen. Und zwar bearbeiten wir diesen Block. Hier sehen wir die Eigenschaftentabelle und wir sehen hier oben in der Multifunktionsleiste die Sichtbarkeit, da kommen wir jetzt im Augenblick gar nicht ran. Das liegt daran, dass Sie einen Parameter Sichtbarkeit setzen müssen und sobald Sie diesen Parameter gesetzt haben, wird dieser Sichtbarkeitsstatus aktiv. Hier sieht man, es ist noch kein Status zugeordnet. Was wir jetzt machen, ich erstelle mal ein M-Text-Objekt, das ist schön groß, damit es am Ende ganz klein ist. Und nenne das mal, schreibt da mal streng geheim dazu. Und das Ganze, mache ich das mal größer, wir brauchen hier einen größeren Abstand. Na, wo ist die Größe? Die Texthöhe, hier. 1,5, wie groß wird das? Ja, das passt. Das drehen wir jetzt nochmal, dass wir das schräg über den ganzen Bildschirm haben. Schieben das nochmal an die richtige Stelle. Hat er den gewählt? Ja. Gut. Und das ganze Ding anwählen soll noch dick und rot sein, damit es auch jeder sieht. So. Was wir im Grunde genommen hier haben, ist die Sichtbarkeitsstatus-Tabelle. Wir können hier neue Sichtbarkeits-Stati definieren, nenne ich mal geheim
ein. Okay. Und sage dann im Grunde genommen, wähle ich meinen Status an, wähle dann die Texte oder die Objekte, in dem Fall ist es ein Text, aus, die quasi durch diesen Sichtbarkeitsstatus verändert werden sollen. Und dann sage ich dem Projekt im Grunde genommen, ein ist die Default-Einstellung. Im Grunde genommen habe ich das jetzt falsch gemacht. Ja, machen geheim, geheim, aus. Gut. So, also ich wähle das geheim aus, mein Objekt, und ich sage hier über die Schaltflächen unsichtbar machen. Jetzt ist es aus. Was ich noch tun kann mit diesem Knopf ist, das, was ich eigentlich in diesem Gesichtbarkeitsstatus ausgeschaltet habe, kann ich halbtransparent sichtbar machen, damit ich sehe, was ist da überhaupt in dem Objekt drin. So, das war's schon. Wenn ich diesen Block jetzt teste, ich hoffe, es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Hier habe ich den Sichtbarkeitsstatus, der ist jetzt auf diesen voreingestellten Wert. Ich sage geheim aus und dann ist diese Schrift weg, geheim ein und diese Schrift ist da. Und diesen Block kann ich jetzt dann als Vorlage für mein Layout sozusagen in anderen Zeichnungen verwenden und kann im Grunde genommen ganz einfach über eine Umschaltung gewisse Objekte ein- und ausschalten. Finde ich eine ganz nette Funktion, vor allem, wenn man etwas ganz schnell sichtbar oder unsichtbar machen will und es nicht jedes Mal neu erstellen muss oder möchte. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Neuigkeiten zeigen und ich übergebe jetzt an dieser Stelle zurück an meinen Kollegen Bernd. Unmuted. Mal zum Moderator mache. Würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, am 30. Juni, und verabschiede mich schon mal von dieser Seite. Dann würde ich sagen, Bernd, übernimm bitte. Ja, Moment, ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz mich zum Präsenter machen. Präsenter und wunderbar. Ja, vielen Dank, Carsten, für das doch recht komplexe Thema, hast du es sehr gut dargestellt, finde ich persönlich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es beieinander. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen. Und ich will jetzt einfach nur noch ein paar weitere Quellen einfach mal angeben. Ja, das sind jetzt hier verschiedene Screencast-Videos, die jetzt hauptsächlich von einer amerikanischen Kollegin erstellt worden sind, zu gerade unterste English Collection Dynamic Blocks Webinar. Da sind verschiedene Beispiele zu verschiedenen Arten von dynamische Blöcke. Wir könnten eigentlich noch 3 Stunden weiterreden, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was man dort eigentlich alles machen kann. Ist natürlich jetzt für ein einstündiges Webinar ein bisschen zu viel, aber hier finden Sie dann noch weitere dynamische Blöcke-Videos. Die Sie dann für sich dann einfach mal ansehen können. Ja, vielen Dank also, dass Sie dabei waren. Bevor ich allerdings dann beende, werde ich gleich noch eine Umfrage starten, die mich noch sehr interessiert. Insgesamt, wenn Sie auf diesen Link da gehen, stellen Sie Fragen, geben Sie Ideen für zukünftige Webinar unter diesem Link. Hier, das ist unsere Feedback-Seite, da können Sie dann einfach auch mal anregen und sagen, ich hätte ganz gern dieses Thema oder beim letzten Webinar war mir dieser Punkt zu knapp oder das hat mir nicht gepasst oder vielleicht hat auch irgendwas von unserer Seite nicht gestimmt, können Sie gerne angeben oder Sie können uns auch direkt schreiben über die E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Im Betreff geben Sie dann ein Bild der AutoCAD-IQ. Und Question-Answer-Runde, aber bevor wir damit loslegen, würde ich jetzt noch ganz kurz meinen letzten Poll losschicken. Und so haben Sie heute etwas gelernt bei diesem Webinar. Okay, boah, das ist mal eine richtig tolle Quote, 100%. Wow.
Und ja, freut uns zu hören. Und ja, deswegen, Sie können jetzt noch, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wenn Sie jetzt vielleicht auch noch ein paar Fragen, Antworten haben, sind wir gerne bereit, die zu beantworten. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Keine Fragen? Letzte Chance? Keine Fragen. Alle Fragen sind geklärt, Carsten. Ja, dann vielen Dank dafür und würde uns freuen, wenn Sie wieder beim nächsten Webinar teilnehmen würden. Termin, wie gesagt, steht fest. Das kriegen Sie dann auch nochmal per PowerPoint-Slide nochmal zugeschickt und Thema ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Wir haben schon Tendenzen, aber es ist noch nicht so ganz klar. Wird aber allerdings rechtzeitig dann auf unserer Seite bekannt gegeben werden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Muted.